Und weiter geht's hier bei die Gilde. Willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe jetzt gerade kurz vor dieser Aufnahme hier, habe ich ein paar, Leute mit Geld beschmiert, dass sie mich wählen. Denn wir haben jetzt bald eine Amtswahl zum Ratsassistent für Aureli Pixel und zum Richter haben wir auch noch eine. Tobi Pixel möchte gerne Richter werden. Da habe ich so ein bisschen Geld springen lassen. Deswegen haben wir jetzt auf einmal so viel Einflusspunkte. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Wo ist der Bauplan? Ja, ich habe gerade richtig viel Geld bin ich losgeworden. Und zwar habe ich gerade ein paar Leute bestochen. Hier die Beatrice hier, die habe ich bestochen. Nee, gar nicht. Wen haben wir denn bestochen? Wir haben den obersten Richter hier, den haben wir bestochen. Und dann habe ich... Hier bin, was gibt es? Was habe ich denn noch gemacht? Das Gericht erklärt, stimmt, die Mühlen der Bürokratie schmieren, das habe ich auch noch gemacht. Ich bin dafür. Also, schuldig. Ich habe gerade fast 15.000 plus 8.500 nochmal ausgegeben. Damit ist es eine Menge Kohle ist weg. Aber mir ist gerade eingefallen, ich habe gerade ganz viele Leute losgeschickt, dass sie Sachen verkaufen. So. Da ist nämlich der erste. Den Tilo habe ich losgeschickt. Dann habe ich... Genau, Sibylle auch noch losgeschickt. Meine Füße tun weh. Und nach Nil. Nach Nil habe ich auch noch ein paar hingeschickt. Oder auch nur einen, okay. Die Ulina, genau. So, 34.000 haben wir. Ich hoffe echt, dass wir gewählt werden. In Deutz, wo habe ich denn noch Leute hingeschickt? Nee, sonst. Sonst sind alle Karren da. Okay, 34.000. Was wir jetzt machen könnten ist... Oh, wir essen erstmal ein Brot, okay. Ich bin gerade verhindert. Ich bin dafür. Ja? Ich auch. Willkommen im Rathaus der Stadt. Was kann ich für euch? Ich schaue mich nur um. Nee, ich möchte mir jetzt noch ein. Jemand ist in eines eurer Gebäude. Ich möchte einen höheren Titel erwerben. So. Ja. 24.000 geben wir jetzt aus und 1.200 Punkte. Maximale Anzahl Betriebe 9. Jemand auf eine Überseereise schicken können wir. Wir können an den Hof des Monarchen entsenden. 3000 Einflusspunkte bekommen wir dann. Mit dieser Maßnahme könnt ihr eines eurer Kinder, welches nicht euer Erbe ist, für ein paar Jahre an den Hof des Monarchen entsenden. Dort wird euer Kind in der hohen Kunst der Politik unterrichtet und die Bürger werden da ob in den höchsten Tönen von eurem Kind sprechen. Eure Kinder können jeweils nur ein einziges Mal auf den Hof gesandt werden. Oh, das ist cool. Aber das kostet natürlich auch 15.000, wobei. Einer Gilde beitreten können wir endlich. Gilde verlassen. Spielt ein riskantes Würfelspiel in einer Taverne. Ui. Zugriff auf Ämter der höchsten Ebene. Sehr, sehr interessant. So, was bräuchten wir denn für den Freiherr? Adlige. Wir gehen dann schon unter Adlige. Freiherr kostet 42.000 und 2.500 Punkte. Okay. Das ist, sollte möglich sein. Hä? Hat er uns irgendwas gerade gegeben? Nee, ne? Gut. Nee, ich möchte gerne zu... Genau, erstmal hier hin. Erstmal wieder irgendwas verkaufen.
Olina und Jobst sind da. Ja. Raderberg. Ja, komm, die nehmen wir auch noch mit. So. Olina. Olina, Olina. Urbach. Nee, nach Urbach wollen wir nicht. Hier. Und los geht's. Wir wollen nach Raderberg. Und jetzt möchte ich den Jobst auch noch irgendwas auf die Karre packen. Aber ich weiß noch nicht was. In die Altstadt. Komm, das bringen wir hier in die Altstadt rein. Ich warte schon. Die Räder sollen boah, wir brauchen echt viel Kohle mittlerweile, ne? Die ganzen Titel und so. Auf direktem Wege. Das kostet echt viel Geld. So, wir haben ja auch mittlerweile ein zweites Lagerhaus, ne? Das darf ich nicht vergessen. Hier ist aber natürlich nichts drin. Die Achsen sind gefettet. Ihr Stillstand ist Rückschritt. Die Achsen sind gefettet. Gut, die beiden sind unterwegs. Lagerregeln erhalten. Olina. Achsen sind gefettet. Ach so. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen, dass wir zwei Olinas haben. Jetzt war ich leicht verwirrt hier. So, irgendwas verkaufen wir noch. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Das bringen wir erstmal nach Urbach. Oh, es wird schon wieder Winter. Erstmal nach Urbach. Und los geht's. 18 Uhr, 19 Uhr. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ein Amt ist unbesetzt. Auf jeden Fall bei den Ratsassistenten sind schon mal 3 Bewerber. Bei uns... Oh, auf den Ratsbüttel auch. Wann wird der Ratsbüttel denn eigentlich gewählt? Nächste Wahl 14:27. Also nächstes Jahr um 13.55 Uhr. Aber wenn wir Glück haben, können wir Richter werden um 8.05 Uhr morgens. Wenn alles klappt. Wenn alles klappt. Was ist denn hier für so ein Ausrufezeichen? Bei einem Familienmitglied. Abstimmung über einen Antrag. Antrag zur Änderung der Stadtgesetze. Ach so. Da werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr dabei sein, oder? Ich weiß es nicht. Schlechte Nachrichten von einer Reise? 2 Dynastien. Was für eine schlechte Nachricht. Jetzt kann ich dann... Ja, ich kann das gar nicht mehr nachlesen. Egal. Was ist? Das geht schnell. Sicher. Was ist denn mit Albert los? Ich eile. Jetzt nicht bitte. Was ist passiert? Schleudert herum. Der Charakter schleudert herum. Warum können wir den denn nicht steuern gerade? Jetzt nicht mit. Selbstverständlich. Oh. Ups. Ich hatte auf Zeitlupe. Ich dachte schon, was ist mit diesem Kerl los? So, wir machen den jetzt erstmal ein bisschen klüger. Den Albert. Selbstverständlich. Cool. Also Albert, ein schwerer Schneesturm. Ich würde jetzt gerne mal das so machen, dass der Albert sich auch noch auf ein Amt bewirbt. Das wäre echt cool. Tobi Pixel und alle sind da. Auf welches Amt könnte er sich denn bewerben? Das wäre echt cool, wenn die ganze Familie... Was? Ach, ihr wurde bestochen. Bewerberliste geschlossen. Mhm. Ach,
Staatsassistent? Jetzt verstehe ich gerade gar nichts. Ah, Aureli Pixel ist auf jeden Fall hier drin, okay. Ach so, das hier wurde geschlossen. Gut, worauf können wir uns denn jetzt noch bewerben? Bewerbung möglich 14.27 um 3. Ah, okay. Ja, wir machen das erstmal so, dass Albert ins Rathaus mitgeht. Und wenn es geht, wird er sich auf ein Amt bewerben. Fernhandelsberichte. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon wieder 1126 Einflusspunkte. So, in die Altstadt ist gekommen der Jobst, genau. So. Dann müsste der... Ach nee, wo haben wir denn noch in Raderberg? Hatten wir auch noch welche geschickt? Oh, die haben wir aber nicht für einen guten Preis gerade verkauft, habe ich gesehen. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. So, 32.000. Wo hatten wir denn noch welche hingeschickt? Hatten wir denn hier Neil noch welche? Nö. Okay. Hier hatten wir auch keine mehr. Und die südliche auch nicht. Wir haben jetzt 21 Uhr. Wir machen das jetzt erstmal so, die Zeit ein bisschen überbrücken. Geben erstmal Vollgas. Oh, ein Geschenk. Ein Wein von Vera. Wer ist Vera? Können wir leider nicht anklicken. Diese blöden Diebe, ne? Diese blöden Diebe, die nerven echt. Ein Amt ist unbesetzt. Kerkermeister. Könnten wir mit Albert auf ein Amt bewerben? Auf Kerkermeister können wir uns nicht bewerben, ne? Ah, doch. Nee. Ihr müsst ein Amt voriger Stufen besessen haben, okay. Auf welches Amt können wir uns denn bewerben? Leider nicht auf den Kerkermeister. Hier können wir uns auch nicht. Was ist mit diesem Torwächter hier? Nächste Wahl. 29. Stadtdiener. Bewerbung möchte ich 28. Nee. Irgendwas müssen wir mit 27 haben. Um 28. 28. Schade. Das muss noch warten. Das muss leider noch warten, ne? Bis der Albert sich auf ein Amt bewerben kann. So, jetzt müssen wir noch bis 8 Uhr warten oder so, ne? 7:55 Uhr. Oh. Dich machen wir erstmal klüger. Ganze Familie ist hier drin. Können wir uns nicht hier hinsetzen? Hier bin ich. Jawohl. Na, Tobi Pixel bleibt sitzen. Ach, die bleiben nicht ewig sitzen, okay. 32.000. Gut, was wir noch machen könnten, ist in den Talentbaum, in Handwerkskunst mal zu gucken. Was wir da noch so machen können. Ein schwerer Schneesturm. Kunsttischlerei, okay. Hier können wir Rapier, Kurzschwert, Goldkette, Gold und Schmiede. Also so langsam ist es echt viel mit diesen...
Langfinger sind. Unterstützen wir im Gegenzug euch. Ich? Ja? Euch unterstützen die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Was haben wir gemacht? Von einer Gilde eingeladen worden? Gilde der Handwerker, Rechenschaften und Gemeinschaft. Wir sind eingeladen worden. Oh. Sollten wir das tun? Ja. Seid ihr sicher, dass ihr in der Gilde der Handwerker beitreten wollt? Wenn ihr in diesen Kreise erst angehört, wird das Auswirkungen auf die Gunst zu allen Bewohnern des Landes haben. Natürlich. Euer Ansehen ist gewachsen. Unser Ansehen ist gewachsen. Arbeiter motivieren, 10% Produktivität. Ja, cool. Und was müssen wir jetzt hier so machen? Ja, die Gilde der Handwerker ist eine Vereinigung von uns für rechenschaffende Bürger. Sie haben keinen bestimmten Glauben oder eine Art zu leben. Außerdem gemeinsam ziehen, ehrliche Geschäfte zu machen und so zu Wohlstand gelangen. Ja, das hört sich doch ganz cool an. Okay. Mitglieder. Dynastien. Tobi Pixel, ja. Rüdiger, was? Jodelhose? Okay. Ja, cool, wir gehören jetzt der Gilde der Handwerker an. Was auch immer wir da so tun müssen. Das werde ich mir mal bald durchlesen. Interessant. Interessant. Wir haben jetzt ein hohes Ansehen dadurch. Hier oben steht es nochmal, dass wir der Gilde der Handwerker beigetreten sind. Ja, cool. So, 4 Uhr. Die Leute müssen arbeiten. Was ich jetzt noch gerne machen will, noch mehr Sachen verkaufen. Was können wir dann noch so verkaufen hier? Oh, Olina ist noch unterwegs. Nee, Olina ist nicht unterwegs. Egal, die verkauft jetzt erstmal was bei uns direkt. Holzschilder. Ups. Dann kriegst du Holzschilder. Holzschilder und dies hier. Und nördliche Forscher Deutz. Oder nördliche Vorstadt. Wir gehen erstmal in die nördliche Vorstadt. Gleich 5 Uhr, gleich die erste Wahl. Jetzt nicht bitte. Ich kann jetzt nicht bitte. Helmut Karzer, wer ist denn Helmut Karzer? Ist er irgendwie ein hohes Tier oder so? Nee, nicht wirklich. Ist in Köln in kein Amt beigetreten. Okay. Kerkermeister. Oha, 5000 gerade bekommen. Ich möchte euch dies hier geben. Macht hin. Wir kriegen so viel Geld. Das ist, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, dass wir bestochen wurden. Also haben wir locker 15.000 oder so gemacht. Ja, mega cool. So, Aurelie und Albert ist hier. Es ist 6 Uhr. Wir warten noch ein bisschen. Jutta Radebrecht. Die kennen wir doch. Steht ein Krieg bevor. Oh, oberster Richter. Volkmar Schnappwächt. Weg. So.
Können wir da noch irgendwas machen? Ihr werdet geachtet. Wir werden geachtet, auch das noch. Ruhe bitte. Was? Egal, wir warten jetzt noch die Zeit ab. Ich bin echt gespannt. Zunächst wird das Gericht den Kläger zu Wort kommen lassen. Das ist schon wieder eine Gerichtsverhandlung. Ich bringe nun meine Beweise vor. Für diese Verbrechen erwarte ich ein gerechtes Gebäude erobern. Das Gericht wird nun die Angeklagte anhören. Wie bekennt ihr euch? Ein Amt ist unbesetzt. Oh, welches? Richter. Ja, Richter. Kämmerer. Oh, da könnten wir uns auch noch drauf bewerben, ne? Macht das Sinn? Macht das eigentlich Sinn, dass wir uns jetzt sofort drauf bewerben? Ich weiß es nicht. Das machen wir mal auf Kämmerer. Was ist? Sicher. Aber ich glaube, wir können uns gar nicht darauf bewerben, oder? Was kann ich euch mich mal nachdem du alle Beweise vorgetragen hast, kommen wir jetzt zur Urteil. Naja, wir müssen erst an Amt der vorigen Stufen. Ja, okay. Ja, ich habe verstanden, okay. Achso, Amtswahl. Informantenamt. Nein, wir sind Richter. Das Gericht erklärt die Angeklagten. Wie geil ist das denn? Okay, jetzt nochmal kurz zurück. Wir haben Gerichtsverfahren. Oh weia. Ihr habt noch kein Urteil gefällt. Was müssen wir machen? Oh weia, was ist passiert hier? Aber mal das Blöde ist, Aurelie Pixel hat nicht gewonnen, oder was? Ratsbüttel. Ja, darauf können wir uns nicht bewerben. Ja, Ratsassistent sind wir auf jeden Fall nicht geworden, ne? Toll. Stadtdiener können wir uns auch nicht drauf bewerben, ne? Aber wir sind jetzt Richter und ich sehe hier gerade, wir haben ganz schön viele Termine hier. Um 14.27 Uhr, 10 Uhr morgens, Gerichtsverfahren, Richterkammer, Richter. Details zu diesem Ereignis. Richterkammer. Empfohlene Bestrafung. Kerkhaft 1,9 Runden. Schuldbekenntnis. Unschuldig. Erwartetes Urteil gerecht. Euer Urteil nicht eingereicht. Kerkerhaft 1,9 Runden. Strafe für das Versäumen der Gerichtsverhandlung 440. Boah, wie viel Strafe bekommen wir denn? Verbrechen. Gift der schwarzen Witwe in Raderberg. Okay. Lähmungsgift. Verantwortliche Kammer. Da sind wir jetzt drin. Oh, wie cool ist das denn, dass wir Richter sind. Ankläger. Kerkermeister. Angeklagter. Edmund Bonds. Urteilsfindung. Fällt eure Entscheidung schon bevor die Gerichtsverhandlung beginnt. Meinung der Stadtbevölkerung. Ah, okay. Aber wir können... Wir können... abstimmen. Euer Urteil unschuldig. Euer Urteil, hohes Bußgeld oder Kerkerhaft. Ich würde sagen, wir urteilen mal genauso, wie das Volk es so haben möchte, oder? So. Was ist hier passiert? Eine Bombe. Gardist Ulrich ist angeklagt worden. Angeklagter. Empfohlene Bestrafung. Hohes Bußgeld.
Weil eine Bombe. Nur hohes Bußgeld, okay. Ja. Euer Urteil, öffentliche Schämung. Nee, der muss schon irgendwie hohes Bußgeld oder so. Hier bin ich. Jetzt müssen wir so viele Gerichtsverfahren hier. Oh, Weinerei. Also ich würde erstmal sagen, um nicht viel verkehrt zu machen, geben wir unsere Stimme immer genauso ab wie der Bruno. Was hat der Bruno denn gemacht? Öffentliche Schämung, Ansehen minus 26. Ja, machen wir auch so. Was hat er denn gemacht? Jemanden angegriffen. Ah, okay. Hier wurde empfohlene Bestrafung Tod. Die Todesstrafe. Jemand angegriffen? Gift der schwarzen Witwe. Wer denn? Die Torwächterin Xantia Schnappweg. Die empfohlene Bestrafung Tod. Oha. Urteil Tod. Ja, mehr als Tod geht hier nicht, ne? Also ich bin ja eigentlich kein Fan von sowas, ne? Aber. Hier bin ich. Ich möchte hier einen guten Job hinlegen. Schuldbekenntnis unschuldig. Öffentliche Schämung. Was hat er gemacht? Jemand angegriffen? Ja, er soll sich schämen, genau. Das macht man nicht. Öffentliche Schämung, weil ein... Okay. Ja, das geht. Öffentliche Schämung oder eine Geldstrafe. Nee, hohes Bußgeld. Das soll wohl reichen. Boah, wie viele Leute einfach angeklagt sind. Ich glaube, damit haben wir so viel zu tun. Nicht eingereicht. Tod. Tod. Was hat er gemacht? Gift der schwarzen Witwe. Lähmungsgift. Geistesnebel. Ja, den machen wir. Wer ist denn da an? Der Stadtdiener. Ludwig. Radebrecht. In den hauen wir erstmal den Tod rein, genau. Also er hat so viele Straftaten. Öffentliche Schämung. Boah, wie viel müssen wir denn? Nee, das dauert nicht. Das ist ja echt krass. Ich glaube, wir können jetzt nicht, wir gucken jetzt hier nur so schlimme Fälle an. So, Urteil, ja. So machen wir das. So. Ja. Schuldig. Okay. So. Ist Tobi Pixel denn jetzt auch hier drin oder wie? Nee, noch sind. Oh, da ist ein Platz frei. Wir müssen uns doch da hinsetzen, oder nicht? Selbstverständlich. Egal. Tobi Pixel geht jetzt dahin. Ich möchte gerne mal mit Aureli nochmal kurz gucken. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Ja, ich weiß. Nochmal auf ein Amt bewerben. Na, Kämmerer können wir ja nicht machen, ne? Aber Tobi Pixel könnte das jetzt machen, ne? Aber, okay. Was ist denn mit Ratsbüttel? Da sind schon drei drauf. Schön euch zu sehen. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Kämmerer. Der Kämmerer verwaltet die Stadtkasse und das Kassenbuch. Ja, das ist genau das Richtige. Ja, cool. Vom Richter zum Kämmerer. Das ist doch das, was wir wollen.
Aureli kann sich erstmal nicht bewerben. Wir werden aber vielleicht noch einen höheren... Willkommen im Rathaus der Stadt. Was kann ich für euch tun? Einen höheren Titel erwerben. Nochmal kurz gucken. 2000 Punkte bräuchten wir noch. Okay. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Bewerberliste geschlossen. So, hier blinkt es. Oh, war ja, ey, wir haben echt. Jetzt haben wir echt viel zu tun, ne? Mit diesem blöden Kalender hier. Amtswahl. Ja, da ist eine Amtswahl. Die ist am 14.27. Kämmerer. 20 Uhr. Das ist schon dieses Jahr? Echt? Oh mein Gott. Ich möchte euch dieses Geschenk überreichen. Die Amtswahl. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Ruhe, Gilde bitte. Erregt. Von einer Gilde eingeladen. Das Gericht tritt heute zusammen. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Die Freimaurer? Okay. Wie gelangweilt wir da sitzen. Oh, weia, ich bin jetzt echt mega, mega aufgeregt. Weil wir zum Kämmerer. Es ist mir eine Freude. Nächste Wahl 14.27. Um 20.57 Uhr. Oh, weia, da müssen wir noch ein paar Leute schmieren. Ernenner ist Landesherrin, Richterin, Richter. Ah, okay. Seneschal, Xanthia Meier. Wann wir die denn? Die Xanthia Meier, die wollen wir erstmal bestechen. Aber das könnte doch Aureli machen, oder? Xanthia Meier, da. Schön, euch zu sehen. Ein schöner Tag heute. Ja, die schmieren wir erstmal mit 10.000. Der Albert könnte eigentlich, wenn wir die Mühlen der Bürokratie schmieren. Wenn ihr den einen oder anderen Taler springen lässt, dadurch gewinnt ihr einen Einfluss. Ah, das können wir noch gar nicht machen jetzt. Ah, okay, dann müssen wir noch warten. Egal. Leute, ich hoffe, dass wir zum Kämmerer gewählt werden. Dann sind wir schon ganz oben hier. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Und wir müssen noch gucken, dass wir Aureli und Albert irgendwo unterkriegen. Nächste Wahl 14.27. Ah, okay. Ne, da müssen wir noch gucken. Das machen wir auf jeden Fall noch. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Das machen wir erst in der nächsten Folge, sehe ich gerade. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden, wie es hier in dieser Folge abgelaufen ist. Bräuchte natürlich wieder ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Einflusspunkte, wie immer. Aber das ist ja mittlerweile schnell gemacht eigentlich. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Gesund bleiben und so. Bis dahin, bye bye.